Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Ich habe ein neues Materialkit bekommen. Ich bin, wie du vielleicht schon weißt, im Designteam von Scrappies in Eching bzw. Scrapbook Garmisch-Partenkirchen. Und ich habe jetzt ein neues Kit bekommen und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, ich habe jetzt hier schon ein paar Papiere rausgesucht für das Projekt, was wir jetzt zusammen machen. Und zwar sind die Papiere von Alice im Candyland. Designed by. Vielleicht kannst du es lesen oder vielleicht kennst du das. Aber ich kann es leider nicht entziffern. Also, 13 Arts, Alice im Candyland. Dieses Papier heißt Destination Unknown. Dann haben wir hier einmal Madness. Und hier das gleiche nochmal. Destination Unknown. Einmal werde ich diesen Wolkenhimmel nehmen und einmal das. Ich finde die Kombi sehr schön zusammenpassend. Was machen wir heute? Und zwar machen wir, was für mich ganz Neues, ein Mini-Album mit Kronenbindung. Genau. Ich habe das jetzt hier mal ausprobiert, habe dabei natürlich auch sehr schnell festgestellt, dass dieser starre, dicke Cardstock dafür nicht sonderlich gut geeignet ist, weil er immer wieder aufspringt. Aber nichtsdestotrotz, wir machen das halt mit einem dünneren Papier. Ich habe mir jetzt hier mal einen Prototypen gebastelt, um überhaupt mal zu gucken, wie funktioniert das. Also natürlich ist die Bindung hier viel zu groß, aber um mal das System dahinter zu verstehen, war es für mich ganz praktisch. So, also natürlich vorne und hinten kommt dann noch das Cover drauf. Und wenn wir das dann aufmachen, haben wir hier, also wenn die Bindung dann passen würde, haben wir hier dann immer die Seiten. Hier können wir nicht weiterblättern, demnach denke ich, dass es sich empfiehlt, die zwei Seiten dann zusammenzukleben. Das habe ich am Anfang nämlich ein bisschen falsch gemacht. Ich habe jeweils diese Seiten hier zusammengeklebt, was nicht wirklich viel Sinn macht. So und so. Also die beiden sollte man dann zusammenkleben. Das muss ich jetzt wieder aufmachen. So. Sieht das dann natürlich schöner schlussendlich aus. Nur, wie gesagt, für mich zum groben Verständnis, was ich da tue und was denn mein Ziel ist. Gut, ich habe mir für die Maße Folgendes überlegt. So, ich habe natürlich wieder die Fotos in dem Format 15x10 und die sollen natürlich auch in das Album halbwegs reinpassen. Also, wenn ich hier und da ein kleines Stückchen abschneiden muss, ist das jetzt nicht dramatisch, aber das war jetzt mal so meine Überlegung. Wir fangen an, also das Bindungselement quasi dieses hier zu schneiden. Und zwar in den Maßen 9 Inch Länge und 6,5 Inch, ups, Höhe. Das mache ich ganz kurz, dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann machen wir uns hier ein kleines bisschen Platz und wir falzen. Und zwar falzen wir das Papier einmal komplett durch, immer jeweils nach 3/4. Also 1, 2, 3/4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Punktlandung. Dann drehen wir uns das Blatt um 90 Grad nach unten und dann falzen wir nochmal bei 3/4 links. Drehen das einmal komplett und nochmal bei 3/4 auf der anderen Seite. Gut, dann falten wir die Bindung wie eine Ziehharmonika. Dabei gut darauf achten, dass es schön bündig wird. Also. So, wenn wir das dann haben, machen wir die komplette Ziehharmonika wieder auf. Und zwar schneiden wir ein. Ich mache das hier mal ganz kurz auf, dass du es besser siehst. So. An jedem zweiten Falz. Also 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Und da schneiden wir jeweils bis zur Querfalz ein Stückchen rein. So, das, was jetzt quasi innen ist, wird dann auch innen sein. Jetzt gehe ich noch ein bisschen auseinander. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und das machen wir auf der anderen Seite genauso. Wenn wir das haben, machen wir das genau wie hier. Wir knicken uns die Ecken runter. Und zwar haben wir hier einen durchgängigen Falz. Und dann schauen wir, dass diese Seiten möglichst an der Mittelfalz sind. Und dann natürlich auch, dass wir dann hier ein schönes Dreieck bekommen. Also du siehst schon, hier ist das alles ein bisschen größer, aber ich fand die Bindung dann doch ein bisschen sehr wuchtig. Deswegen habe ich mir überlegt, das geht bestimmt auch kleiner. Und da hat es eben so gut funktioniert. Also sollte das jetzt hier auch nochmal so funktionieren. So, da gehen wir jetzt einmal reihum. Fast geschafft. Du siehst es hier auf dem Muster auch schon. Die andere Seite brauchen wir auch noch. Also machen wir das auch. Genauso wie auf der oberen Seite. So, dann gehe ich nochmal komplett mit dem Falzbein drüber. Gut, wenn wir das jetzt haben, knicken wir uns wie hier unsere Dreiecke nach unten. Und zwar auch hier wieder einmal reihum. Was hier jetzt natürlich saublöd ist. Mir reißen hier die kompletten Ecken irgendwie ein. Demnach knicke ich jetzt alle mit einem Mal, um das zu vermeiden. So. Dann falten wir das nochmal nach und schauen uns das nochmal an, wie das jetzt ausschaut. Element haben wir, also das, was hier weiß, es ist fertig. Jetzt kümmern wir uns um die Seiten. So, für die Seiten hatte ich mir, wie gesagt, eben hier das Designpapier aus dem Materialkit rausgesucht. Das werde ich jetzt zuschneiden, und zwar die Bindung ist 5 Inch hoch und klar, das Designpapier ist 12 Inch lang. Demnach werde ich mir jetzt 5 Inch breite Streifen runterschneiden. Wenn wir 12 Inch Papier haben, kriege ich da zwei Seiten von raus. Und das mache ich jetzt, und dann sehen wir uns gleich mit dem zugeschnittenen Papier wieder. So, das Papier habe ich jetzt zugeschnitten. Und zwar habe ich hier noch ein bisschen Gold mit rein, dass wir einfach noch ein bisschen Farbtupfer haben. Jetzt ist die Frage, welche Seite. Also ich habe jetzt hier 6 Papiere und ich möchte vorne ganz gerne so eine offene Klappseite haben. Dadurch, dass die Seite offen ist, werde ich das in Gold machen, weil da habe ich die weiße Rückseite. Also die erste Seite wird Gold. So, so. Gut, dann falten wir die Seiten, die ja jetzt alle gleich hoch sind, hoffe ich. Jetzt
beziehungsweise einen Moment, wir gucken erstmal, ob das da überhaupt reinpasst. Oh, es ist ein Müh zu hoch. Ich glaube, durch das Falzen ist ein bisschen Material weg. Okay. Es ist nicht genau 5 Inch, sondern es ist kürzer. Gut, dann werde ich nochmal die Seiten kurz ein bisschen kürzen. So, dann schauen wir nochmal. Also 12,4 passt wunderbar. So, jetzt sind alle Seiten 12,4. Das bedeutet, jetzt sollte es passen. Jetzt schnappen wir uns unser Falzbrett. Die Papiere sind 12 Inch lang. Genau, das passt. Und wir falzen einmal in der Mitte, sprich bei 6 Inch. Und hier auch nochmal 6 Inch. So, dann können wir uns jetzt hier mal schon die Bindung schnappen. Und unsere Papiere. Und jetzt wird es im Endeffekt schon spannend. Wir klappen uns die zwei Dreiecke hoch, schnappen uns das erste Papier und das kommt hier in die Mitte. Die zwei Nasen werden runtergedrückt und das ist unsere erste Seite. Müssen wir hier natürlich noch ankleben, weil es ist ein bisschen windig. Aber das ist Seite Nummer 1. Jetzt gehen wir weiter zur Seite Nummer 2. Auch hier klappen wir uns die Näschen nach oben, legen. Okay, ich habe falsch rum gefalzt. Super. So rum. Legen uns das Papier hier in die Mitte, klappen die Nasen wieder runter. Hier schauen, dass der Falz auch mittig zur Nase ist und umknicken. So und zurück. Weiter geht's. Jetzt hätte ich ganz gern ein Grün. Hier habe ich es natürlich jetzt auch wieder falsch rum gemacht, weil die Außenseiten werden aneinander geklebt. Also ist auch hier wieder der Falz verkehrt rum gewesen. Aber das macht nichts. Und dann haben wir das Grundgerüst unseres Albums schon fertig. Ich muss jetzt hier sagen, mir gefällt das hier oben überhaupt nicht. Dieses Papier, das franzt aus. Die Knickkanten, also die Kanten sind weiß. Oh, das ist nicht schön. Hier auch. Das gefällt mir überhaupt nicht. Demnach mache ich mir noch mal schnell eine neue Bindung und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt eben noch mal die Bindung geändert, weil, wie gesagt, es hat mir leider nicht gefallen. Das Papier ist dafür leider nicht gut geeignet. Und ich habe jetzt hier nochmal festgestellt, dadurch, dass das ja ans Cover geklebt wird, brauche ich die goldene Seite auch nicht außen, sondern innen. Ja, also, wie gesagt, diese Bindungselemente sind jetzt weiß. Hier werde ich sie noch zusammenkleben, dass wir dann quasi hier in der Mitte Taschen haben. Für das Cover schneide ich mir jetzt mal ein bisschen Graupappe zurecht. Und zwar hätte ich das ganz gerne so, dass die Graupappe ein Müh größer ist wie das eigentliche Album. Jetzt schauen wir nochmal 15,5. Dann mache ich die Graupappe 16, 13. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt mal mit dem Hebelschneider ausprobiert. Das geht ganz wunderbar. Das hätte ich gar nicht gedacht. Und dadurch, dass die Klinge selbst schärfend ist, sollte das ja eigentlich funktionieren. So. Also die Cover sind jetzt nicht ultra groß, aber ein bisschen größer als das eigentliche Album. Und das reicht mir vollkommen aus.
Bevor wir jetzt da am Cover rumwerkeln, müssen wir natürlich uns erstmal um das Innenleben kümmern. Und zwar hatte ich ja gesagt, möchte ich die zwei jeweils zusammenkleben und Taschen draus machen. Oben ist es jetzt natürlich ein bisschen schwierig, da wir hier oben diese Kronenbindung haben. Demnach macht ja in der Mitte ziemlich viel Sinn. Und da passt nämlich auch ganz hervorragend ein Foto rein. Oder eine Fotomatte. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie viel Platz ich zu meinem Cover habe, ob wir da vielleicht noch irgendwelche Tags reinmachen können. Boah. Aber selbst wenn die Tags rausschauen, finde ich das nicht schlimm. Dann machen wir das. Also, die komplette Front werde ich aufs Cover kleben. So. Und dann. Müssten wir, das ist die Frage aller Fragen. Prinzipiell muss das ja auch verklebt werden. So, dann versehe ich die beiden Seiten jetzt mal mit doppelseitigem Klebeband. Ich habe das Verkleben noch nicht vorher ausprobiert. Ich hoffe, das klappt, wie ich mir das vorstelle. Und da sieht man jetzt auch bei mir, ich habe kein Tutorial vorher geguckt. Ich mache hier ein Learning by Doing. So, jetzt müssen wir das wieder hier schön machen. So. Oben und unten eine Bahn Klebeband hin und verklebt die da so gleich miteinander, weil die sind da jetzt ziemlich perfekt. So, und da ich da hinten dann voraussichtlich nicht mehr hinkomme, mache ich da auch gleich noch einen Streifen Klebeband hin. Ich klebe zuerst das hier fest. Und jetzt die Seiten.
Also, das Album ist jetzt soweit fertig. Dann widmen wir uns dem Cover. So, das Cover braucht jetzt natürlich erstmal einen Einband. Ich glaube, ziemlich gut passt das Grün. Ja, das ist sehr gut. Das nehme ich jetzt dafür. Dann mache ich nämlich die Cover in diesem schönen Grün. Und da werde ich noch ein bisschen was im Cover mitverarbeiten. So. So, wenn man nicht weiß, ob das Papier reißt, mache ich das meistens so, dass ich das ganz langsam und vorsichtig ein bisschen dehne. In der Hoffnung, dass es nicht reißt. Dann schneiden wir die Ecken. Das ist mal was, das mache ich nicht sehr gerne. Dann bringe ich auf die Seiten doppelseitiges Klebeband auf. So, und sicherheitshalber hier auch noch einmal. Und dann geht das auch schon los. Jetzt gehe ich nochmal ganz vorsichtig hier die Kanten nach, dass die dann auch schön eckig sind und nicht rund. Aber wie gesagt, ganz vorsichtig, nicht, dass das Papier reißt. Schauen wir mal. Gerade so. Ich fange mal hier mit der Ecke an. Doch nicht da drüben. So. So, dann haben wir das erste Cover fertig. Jetzt machen wir noch das zweite. Und so sieht das fertige Kronenalbum jetzt bei mir aus. Wir schauen uns das jetzt gleich nochmal zusammen an. Also das Cover hatten wir ja noch zusammen gemacht. Die Deko habe ich dann aus Reststückchen, die ich noch aus den Papieren hatte,
genommen. Hier habe ich mir so ein paar kleine Wimpel ausgestanzt. Das da hier war noch ein Sticker, den ich gefunden habe. Ich hoffe, man kann das hier vielleicht ein bisschen sehen. Hier habe ich noch ein paar kleine Strasssteinchen eingesetzt. Und da das Album ein bisschen aufspringt, habe ich jetzt hier einfach ein Stückchen Gummiband genommen, hier ein Schleifchen dran gemacht, dass das zusammenbleibt. So, wenn wir das Gummiband abnehmen, ich habe hier noch so ein paar kleine Karten farblich passend rausgesucht, haben wir jetzt hier das fertige Album. In jede Zwischenseite, da habe ich ja so Taschen draus gemacht, habe ich jetzt hier so kleine Kärtchen reingetan, so, dass man das dann natürlich auch hier einfach besser umblättern kann. Auch hier ist wieder eine kleine grüne Journaling-Karte drin. Und so geht es einmal durchs Album. Hier haben wir auch noch einen Spruch. Whatever you are, be a good one. Fand ich auch sehr schön. Und natürlich auch farblich sehr gut passend. So. Und die letzte Seite. Die habe ich jetzt nicht angeklebt, weil ich mir denke, so bleibt es noch ein bisschen flexibel. Nicht, dass mir dann irgendwas wegreißt, wenn ich es ankleben sollte. Die Rückseite habe ich jetzt einfach so gelassen. Und man kann dieses Kronenalbum auch hier wie so einen Stern aufgefächert hinstellen. Was auch ziemlich süß ausschaut. Dann hoffe ich, dir hat mein Video gefallen. Du hast jetzt Lust bekommen, auch ein Kronenalbum zu machen. Oder ein Mini-Album mit Kronenbindung, so soll das eigentlich heißen. Ebenfalls zu basteln. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ich hoffe, du hinterlässt mir noch dein Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch wieder. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!